بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind immer noch mit der 9. Lektion und jetzt Ba, Teil 2. Und hier haben wir wieder einen Text und der Text fängt so an. Aina al-mudarrisu? Wo ist der Lehrer? Huwa fil fasli. Er ist in der Klasse. Wa aina al-mudarrisul jadidu? Und wo ist der neue Lehrer? Huwa inda al-mudiri. Er ist bei dem Direktor. Ich will nochmal wiederholen. Diese Lektion ist für den Adjektiv. Das bedeutet, al-mudarrisul jadidu. Al-jadidu, der neue Lehrer, ist Adjektiv. Und wir sagten, dass der Adjektiv muss genauso wie das beschriebene Wort sein. Also es muss, wenn das Wort wie hier zum Beispiel maskulin ist, ist das Verb, ist der Adjektiv maskulin. Singular ist der Adjektiv singular. Und je nachdem, welche Haraka das hat, hat er auch die gleiche Haraka. Und dann hatten wir gerade huwa 'inda al-mudiri. Er ist bei dem Direktor. 'Inda ist eine Präposition. Eine neue Präposition, die wir jetzt klären. Okay. Und danach aina talibul jadidu. Wo ist der neue Lehrer, der neue Student? Dhahaba ila al-maktabati. Er ist zu der Bibliothek gegangen. Al-Maktabi, Schreibtisch. Al-Maktabati, mit der Marbuta, Bibliothek. Danach, Man dhalika ar-rajulu at-tawilu. Wer ist dieser lange Mann? Alladhi, der, kharaja al-ana min al-madrasati, der gerade oder jetzt von der Schule gegangen ist. Huwal mudirul jadidu. Er ist der neue Direktor. Wa man al waladu as-saghiru. Und wer ist der kleine Junge? Alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Der gerade oder jetzt aus der Klasse rausgegangen ist. Huwa ibnul mudiril jadidi. Er ist der Sohn vom neuen Lehrer. Also hier sehen wir eine Kombination von Genitiv und Adjektiv. Huwa ibnul mudiri al jadidi. Vom neuen Direktor muss es heißen, oder? Wie bitte? Vom neuen Direktor müsste es heißen, weil du jetzt, du hast Lehrer gesagt, deswegen. Er ist der Sohn vom neuen Direktor. Genau. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite, wenn jemand Fragen hat. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Wem gehört jenes Auto, das schön ist, oder jedes schöne Auto, jenes schöne Auto? Tilka sayyaratul jadidatu. الجميلة هي للمدير الجديد. Sie gehört dem neuen Direktor. لمن هذا الكتاب الكبير؟ Wem gehört dieses große Buch? هو للمدرس. Ist er oder gehört er dem Lehrer? لا هو للطالب الجديد. Nein, er gehört dem neuen Schüler oder Student. أين الملعقة الصغيرة؟ Wo ist der kleine Löffel? Hier في الكوب. Sie ist in der Tasse. أين الكرسي المكسور؟
Wo ist der gebrochene Stuhl? Hua Hunaka. Er ist dort. Bisher hat jemand Fragen? Warum es heißt noch mal Ahua und nicht Hualil Okay, das ist jetzt hier aber eine Frage. Wir haben die Hemse hinzugefügt, damit es zu einer Frage wird. Ist oder gehört das? Also ist das vom Lehrer? Achso, also nur sozusagen zum Verdeutlichen, dass es eine Frage ist. Genau, weil wenn wir jetzt sagen, Hua lil Mudarrisi, dann sagen wir, das gehört dem Lehrer. Das ist dann ein Satz, eine Aussage. Achso, okay. Let's go. Okay. Jetzt kommen wir zu den Temarin, zu den Aufgaben. Iqra waktub. Schreib und oder lies und schreib. Wir machen das in der Reihe. Hussein als erstes und dann Herr Ahmed und so weiter. الطبيب الجديد في المستشفى مستشفى كرانكهاوس. في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف Genau. في المستوصف Genau. Okay, Ahmed. القلم المكسور على المكتب. Ich habe so eine Frage, was bedeutet مستوصف oder was ist? Das ist eine schöne Frage. zur Zeit weiß ich das auch jetzt nicht. Also eigentlich benutzen wir das überhaupt gar nicht, dieses Wort. Ach so. Ich werde es nochmal nachschauen und dann nachher sage ich euch Bescheid, okay? Sag doch einfach, wie der Satz heißt und dann am Ende. Okay, das wird keinen Satz, also das wird keinen Sinn machen, weil wir sagen ja, der neue Arzt ist im Krankenhaus. Und der alte Arzt ist viel Mustausaf. Es kann In der vielleicht, Rente vielleicht. wie bitte? In der Rente vielleicht. In der Ernte? Rente. Ach so, Rente, ne? Mustausaf. Könnte vielleicht sein. Könnte vielleicht sein. Aber dieses Wort benutzen wir eben gar nicht hier in Ägypten. Deswegen, das ist das Problem. Okay, also ich werde nochmal nachgucken und dann sage ich euch Bescheid. Okay, Abdullah, kannst du? Versuch's. Okay, dann versuch mal. Also ich bin mit 3 jetzt, wa? Genau, Nummer 3. El-Mirwaqatul Jadidati, nein, Jadidatu, Genau. Fil-Ghurfatil Genau. Kabiratu. في الغرفة الكبيرة. Tu. الكبيرة ist Adjektiv. T. Weil في Nein, oder? الغرفة ist ja wegen der Präposition Kesra und dann der Adjektiv muss genauso gleich sein. Ah, ja. Okay. Okay. Hussein, Nummer Aber 4. dann, also nicht viel Ruhrfettil, also viel Ruhrfetti al-Kabirati. Genau, richtig. اللغة العربية سهلة. Sahletu oder Sahletun? سهلة. Genau. Ahmed? الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب بس من الكويت Genau, طالبون من الكويت. also aus كويت. Kuwait Genau. aus Kuwait Okay, Abdullah, Nummer 6. Dein Mikrofon ist aus.
Ach so, Entschuldigung. Kein Problem. Ich rede einfach vor mir hin. Eine Vier-Tastatur. L. Für Madrasatu, Madrasati oder Madrasata? Madrasati. Genau. Film Madrasati al Thanawiyati. Genau. Al-Thanawiyati ist sowas wie Sekundarschule, glaube ich. Also hier ist es immer ganz normal. Also du gehst von der 1. bis zur 6., von der 7. bis zur 9., dann von der 10. bis zur 12. Es gibt nicht so etwas wie Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Du gehst einfach weiter. Okay. Ja, bitte. Noch zu vorhin, El Mustausaf heißt die Apotheke. Okay, hast du nachgeguckt? Ja. Mashallah. Okay, danke. Können wir ganz kurz noch auf die andere Seite, damit wir den Sinn des Satzes verstehen? Okay. Also im ersten Satz war ja Tabibul Jadidu fil Mustashfa. Der neue Arzt ist im Krankenhaus. Und der alte fil Mustausaf und der alte Arzt ist in der Apotheke. Macht das Sinn? Ja. Okay. Jetzt waren wir mit Hussein wieder. ذهب الرجل ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. فقيري. Nein. الوزير war richtig. Der arme Mann ist zum Wazir gegangen. Auf Türkisch ist glaube ich auch Wazir. Heißt nicht Fakiri, sondern Fakiru, aber. Ach so, okay. Zahab al-Rajulu al-Fakiru ila al-Waziri. Das habe ich gesagt, aber mein Bruder hat versucht zu korrigieren, deswegen ist es nicht. Okay. Der Satz ist jetzt verständlich oder müsst ihr etwas wissen? Nee, alles gut. Nicht verständlich? Der Wazir ist doch links einfach. Also Sadrazam. Genau, so der unter dem Präsidenten oder dem Khalifa ist sozusagen. Ja. Pascha, Pascha. Habt ihr ein passendes Wort auf Deutsch? Pascha. Minister? Wie bitte? Minister? Dings vielleicht. Ja, vielleicht ja, Minister wahrscheinlich. Oder okay. Dings, Bürgermeister vielleicht auch. Minister ist passend. Okay. Ahmed, Nummer 8. Jalisu talibul jadidu khalfa hamidun. Das musst du noch mal ein bisschen korrigieren. Als erst das erste Wort. Nicht jalisu, dann jalisu. Genau, jalasa. Das ist ein Verb. Jalasa. Alle Verben. Jetzt die meisten Verben sind immer mit Fetha. Zahaba, Kharaja, Jalasa. Dann Jalasa Talibul, Jalasa Talibul Jadidu, Khalfa Hamidun. Okay, jetzt Jalasa Talibul Jadidu, Khalfa. Khalfa ist hinten und Jalasa heißt sitzen. Also, Khalfa ist jetzt eine Präposition. Genau, der neue Student sitzt hinter Hamid. Khalfa ist eine Präposition, deswegen sagen wir Hamidin. Achso, okay. Also nicht Präposition, aber das ist jetzt hier, wir nennen das jetzt fürs erste Präposition, aber das heißt eigentlich Mefaul Fihi, das ist was anderes. Warum sagen wir aber nicht Hamidi, sondern Hamidin? Weil es ein Name ist, oder? Genau, Hamidin, weil es ein Name ist und kein L hat. Achso, ja, stimmt, ja. Stimmt. Okay, jetzt sind wir bei Abdullah.
El Sakinul Kebiru Haddun Jada Jiddan. Jiddan. Der große oder das große Messer. Es-Sikinul Kebiru. Haddun ist scharf, ist sehr scharf. Ist sehr scharf. Haddun Jiddan. Haddun Jiddan, ja. Hussein? Man hadal waladul qasiru. Wer ist dieser kleine Junge oder Kind? Huwa ibnul mudarrisul jadidu. Mudarrisu oder mudarrisi oder mudarrisa? Mudarrisul. Ibnul, der Sohn vom Lehrer. Achso, also huwa ibnul mudarrisil jadidi. Genau. Er ist der Sohn vom neuen Lehrer. Okay, jetzt Nummer zwei. Imla al-Farah fima yali bin-na'at alladhi bayna qawsayn ba'da tahliyatihi bi-al 'inda al-luzum. Also wir haben jetzt auf der linken Seite Adjektive und die müssen wir dann hinzufügen im Satz. Und wir müssen entweder, also wenn es nötig ist, auch L hinzufügen. Also die Aufgabe ist eben das, dass du gucken musst, wie ist das Wort und dem passenden Verb eben geben. Wie war das vorhin oben? Ibnul Madi Hua Ibnul Mudarrisi Al-Jadidi. Okay. Jetzt Ahmed, Nummer 1. Okay. Aynal Mudarrisul Jadidu. Genau. Stopp. التاجر التاجر als ob die mir vorsagen das flüstern jetzt التاجر. Hat es ein L oder gar kein L? Das hat ein L. Genau. Das bedeutet, für Kabir musst du auch ein L hinzufügen. Ja, التاجرُ الكبيرُ في السوقِ. Genau, في السوقِ, im Markt. Der große Händler ist im Markt. Ja. Okay, Hussein? Nee, ich hatte gerade nur das Problem, dass ich dachte, das wäre wie oben eine Frage, aber da fehlt ja vorne das Fragezeichen, das ein Fragewort, ja. Okay. Eine Talibun Qadimun. Genau, eine Talibun Qadimun. Okay. Ahmed? Jalasu Talibul Jadidu Khalfa Muhammadin. Jalasa. Er saß. Habe ich nicht Jalasa gesagt? Ich habe Jalas zugehört. Habe ich Jalas wieder gesagt? Nein, das war falsch, ja. Jalas hat dann nochmal, okay. Okay. Falsch. Einfach falsch. Abdullah, jetzt bist du dran. Man al-Waladu. Ist das richtig? Okay. من الولد من الولد اوكي was heißt denn dieses Wort Tawili? Genau, der große. Nein, Kabir. Okay, Kabir ist groß, also hier möchte man sagen der lange. Aber im Deutschen sagt man nicht der lange Junge, man sagt der große Junge. Deswegen habe ich jetzt gerade groß gesagt. Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Manil waladu waladu tawili
Jetzt, du hast Elwala du gesagt und dann Herr Tawili gesagt. Das muss aber gleich sein. Okay, und dann Manil Wala Genau, richtig. du Tawilu. Ich kann dieses Wort nicht lesen. Alladhi, der. Ach so, Alladhi Kharajul. Kharajal. Kharajal an min al-fasl. An min al-fasli. Genau. Manil waladu at-tawilu alladhi kharajal ana min al-fasli. Also Na, okay, ich habe. wer ist der Okay. große Junge, der gerade aus der Klasse rausgegangen ist? Nochmal zu dem Man. Man ist ja eigentlich wer. Und Man hat eigentlich Sukun. Aber weil wir jetzt hier zum Beispiel Man haben und dann nachher den Lärm von Al-Waladu Sukun haben, haben wir den Nun ein Kessra gegeben, damit es verbunden werden kann. Manil Waladu. Okay, Hussein. Amarun waladun qasirun. Genau. Ist das Name war Faisal, ne? Faisalun, ne? Genau, Faisalun, ein Name. Faisalun Tabibun. Shahirun, berühmt. Shahirun. Das ist Ach ein so. berühmter Arzt. Shahid. Okay, Abdullah. لمن هذا السرير مكسور؟ لمن هذا السرير المكسور؟ Achso, da auch ja Elian. Genau. Okay. Also wem gehört der gebrochene oder das gebrochene Bett? Mir nicht. Spaß. Okay, hier sind Nummer 9. هذا قلم مكسور. Maschallah, du kriegst immer die kurzen Sätze. Okay, Ahmed, Nummer 10. أين السكين حامد؟ Nee, das ist hart, scharf. أصو أين السكين حاد؟ Okay, Sekino hat Artikel. Dem Hart musst du auch jetzt einen Artikel geben. Eine Sekino hier. Genau. Ahmed, ist nicht mehr, du lass mal, du musst nichts machen. Ja, das ist hier gerade kein Koran. Nein, du machst schon 3, 4, deswegen mach dann 6 ja nicht. Okay, jetzt Abdullah. Darunter gibt es nicht mehr. Du musst die Seite umblättern, ne? Achso. Bei dem neuen ist es eben anders. Okay. So, warte kurz. Liman Hadihil? Nein. Liman. Nicht Herr Hill, ne? Herr wie hieß? Achso, Herr Hill, Sayara Jamila. Gibst du dem Jamila einen Artikel oder gar keinen? Ja, wenn du so fragst. Vielleicht würde ich dich verwirren. Nein, bisher hast du das noch nicht gemacht, deswegen. Okay, also was sagst du? Liman, Herr Hill, Sayara Sayyaratu Jamilatu. Okay, warum sagst du El Jamilatu? Weil du mich dann. Wir haben es gesagt. Adjektiv
Der Adjektiv ist genauso wie der Name. Das bedeutet, es sehr dazu, wenn er ein Artikel hat, dann muss der Adjektiv auch einen Artikel haben. Ach so, ja. Okay. Und dann haben wir jetzt Iqra, lies. Und ja, hier müssen wir nur lesen. Der hat hier auch noch extra Strich gemacht. Im alten hat er Strich gemacht, im neuen hat er das, glaube ich, ausgemalt. Alladhi. Alladhi ist sowas wie ein Konnektor. Also der Student, der das macht. Oder der so und so ist. Das Buch, das so und so ist. Und so weiter. Und das ist eben nur für Maskulin. Präposition. Das erste. Präposition? Nee, eher weniger. Das ist keine Präposition. Konjunktiv oder sowas? Nee, nicht. Konjunktiv ist was ganz anderes. Konjunktiv ist sowas wie, ich könnte spielen. Nein, das meine ich. Nein, diese was nach Komma, diese Wörter, der kommt. Konjunktion. Der Relativsatz. Wie heißt die nochmal? Konjunktion. Sorry, dann Konjunktion. Nee, Ahmed. Sollten dann sein. Heißt nämlich Konjunktion? Was habe ich gesagt? Konjugativ mit denen. Konjektiv. Konjektiv habe ich gesagt? Ja. Und was war Konjektiv nochmal dann? Hat er doch gesagt, kennt uns was. Sicher? Okay. Kommen wir zurück. LLV ist doch im Koran immer so wie diejenigen und sowas, oder? Ja, dann ist das eher so relativ das Geschehen. Inzwischen, aber nur diejenigen, die Iman gemacht, also glauben. Genau. Aber hier, genau, Al-Lazina, diejenigen, die. Aber hier zum Beispiel, der Al-Lazina ist ja für Mehrzahl. Aber Al-Lazi ist für Einzahl und maskulin. Deswegen der Student, der. Oder das Buch, das. Oder die Frau, die zum Beispiel. Kommen wir zurück. Jetzt, Abdullah, glaube ich, war zuletzt. Jetzt ist Hüseyin dran. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من اندي من اندونيسيا genau. Der Student, der gerade aus der Klasse rausgegangen ist, ist aus Indonesien. Ahmed? الكتاب الذي على المكتب المدرسي على المكتب لل على المكتب للمدرس genau عبد الله لمن هذا القلم قلم الجميل الذي على المكتب genau على المكتب ich weiß nicht ob du das sagst el jamilu also قلم الجميل nicht قلم الجميل der Jim okay. hat keine Sedda Nummer 4, Hussein. البيت الكبير الذي في ذلك الشاعر للوزير. شارع. Was habe ich gesagt? شاعر. Ich habe شارع gesagt. Nein, egal. Der Lehrer hat recht. Okay, Ahmed, letzter. السرير برضه أفهمه؟ genau السرير. okay السرير الذي في غرفتي خالد مكسور. في تمام السرير الذي في غرفتي خالد مكسور. jetzt unten haben wir dann die. ganz kurze Frage. wenn es خالد sagen wir jetzt wenn wir خالد sagen warum sagen wir dann nicht mehr مكسورين? ich dachte Muss das Verb nicht auch wie das Nom sein? Ja. Maxur heißt ja gebrochen. Wer ist gebrochen? Khalid oder das Zimmer? Ja, ich meine... Ja, okay. Sorry. Das Bett ist gebrochen. Deswegen... As-sariru alladhi fi ghurfati Khalidin maxurun. Also das Bett, das im Zimmer von Khalid ist, ist gebrochen. Hm. Das muss so sein wie das Bezugswort. Genau. Der ganze, also der eigentliche Satz ist ja Sariru Maksurun. Das Bett ist gebrochen. Aber das Bett von und so ist gebrochen. Deswegen hat man das ein bisschen zu weit weg zu am Ende gelegt. Okay.
Im Kasten haben wir jetzt das nochmal so ausgemalt oder so ein bisschen schöner formuliert. Beitun jadidun. Haus, ein Haus, ein neues Haus. Das Wort, das beschrieben, oder das, wie Hüseyin es genannt hat, das beschrieben wird, nennt man Man'ut. Und die Eigenschaft nennt man Naat. Es gibt auch andere Namen, also man kann auch sagen Mausuf und Sifa. Aber hier hat er eben diese beiden gewählt und sagte Man'utun und Naatun. Unten haben wir die, achso, hier haben wir nicht, ganz kurz. Also im neuen Buch haben wir auch die neuen Wörter hier unten. Und da steht dann eben El-Mektabu, die Bibliothek. El-Ana, jetzt. El-Mirwahatu, Ventilator. Al-Mustawfa, haben wir gesagt, die Apotheke. Al-Madrasatu, die Schule. Al-Waziru, der Minister. Shahirun, berühmt. Hadun, scharf. Al-Thanawiyyatu, die Sekundarschule oder eben von der 10. bis zur 12. Klasse. Ich habe kurz eine Frage. Ist Shahirun jetzt berühmt oder ist es reich? Weil ich habe hier geschrieben, letztens haben wir wohl reich gesagt. Nee, wir haben berühmt gesagt. Okay. Ich habe nochmal berühmt gesagt. Hallo, Jörg. Reich ist ja Rani. Das haben wir das vorgenannt. Ja, Rani und war reich. Genau. Ja, okay. Wir haben noch ein neues Wort. Okay, dann sind wir hier fertig. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.